Diesmal sind wir zu Gast bei einem Countryfest in Tattendorf. Mit viel Musik und Line-Dance-Gruppen, eine davon aus Wimpassing im Burgenland, ging die Veranstaltung über die Bühne. Der Höhepunkt war eine große Modeschau von Fashion by Katharina. Jedes Kleid und jeder Anzug wurde nach Maß gearbeitet und ist ein Unikat. Die Besucher waren begeistert von den vielen verschiedenen Modellen. Einige Verkaufsstände waren auch mit dabei, darunter Mode bei Katharina, Schmuck und verschiedene Gastrostände. Mit viel guter Laune und Live-Musik ging die Veranstaltung dann am späten Abend zu Ende. Modeschau Fashion bei Katharina haben wir schon vorher angekündigt. Und ich habe die Freude und die Ehre, euch ein bisschen durch diese Modeschau begleiten zu dürfen. Ob das für euch eine Freude ist, weiß ich noch nicht. Aber schauen wir mal. So, Fashion bei Katharina, Herrn Alser Hauptstraße. Dort ist ihr Geschäft, dort können Sie sie finden. Gibt es wunderschöne Kleider, die ihr jetzt danach sehen werdet, nach Maß. Da kann man sich sogar aussuchen, die Farbe und alles. Und natürlich Westernwerk gibt es dort auch. Und wir werden so einen kleinen Querschnitt jetzt machen durch die Mode, wie es 1860 alles so ausgeschaut hat, wie das so war. Und vor allem ganz wichtig in der Früh, wie das so war, wie die Herrschaften damals geschlafen haben. So wie der Herr Jungwirt Christian zum Beispiel, der da jetzt kommt, ganz in Rot. Die Socken, also ich wollte ihm schon letztens in Bad Ischl, war er auch mit den Socken so. Da ist er gesessen mitten am Hauptplatz in Bad Ischl, da habe ich mit Leuten ein paar Cent reingekannt, aber er hat sich anscheinend keine gekauft. Mit der Monika, die auch so mehr oder weniger danach. Ich weiß nicht, ob das bequem ist, schaut nicht so bequem aus. Aber ich weiß nicht, wie schnell das ausgezogen ist gewesen früher oder so. Da werde ich auch mit Christian ein bisschen sprechen. Okay, gut. Ja, das nächste ist jetzt hier so die Siedler, wie die früher waren. So bei der Arbeit, wie die da so ein bisschen ausgeschaut haben, glaube ich. Wobei für Arbeitsfrauen ist das natürlich sehr schön. Ja, und hinten ist dann Westernwehr und das kommt euch ja sicher bekannt vor, weil so sind ja viele von uns, wenn wir auf Countryfesten sind, gekleidet. Das Bärchen da ist zweiter in diesen grünen Hemden. Erinnert mich stark an die Auftrittskleidung, da gehört also Vorsitzleiterin. Ja, dann haben wir auch die Gabi hinten mit Schwarz-Blau. Das ist ganz neu in der Kollektion jetzt bei der Fashion bei Katharina. Das heißt, wenn Sie einmal hinfahrt in die Herrn-Alser Hauptstraße, dort gibt es das alles in sämtlichen Farben und Größen. Ja, und dahinter dann Oldstyle. So wie die Damen und Herren früher Veranstaltungen gegangen sind. Muss natürlich schön warm sein, überhaupt bei so Temperaturen. Nicht warm, nein. Wir gehen nur 3-4 Runden, ist überhaupt kein Problem.
Da der Herr mit der Feder am Kopf, das ist übrigens, der hat sich vor aus Schottland, der Finanzminister hat er gesagt vorhin. Der McNagger heißt er. Wir haben hier gleich Begleitung von zwei hübschen Damen, ganz in grün und blau. Mehr weiß ich halt leider nicht so zu der Zeit. Karin, auch in Begleitung. Immer wunderschön gekleidet ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Kleider die Daniela schon hat. Wie hast du das schon? Zwei erst. Ach so, ich glaube, das sind schon mehrere. Aber die Damen und Herren, die ihr da seht, die haben ja diese Moden, mehrere Kleider zum Teil und sind immer wieder auf den Plaudern gehen und die Kleider sind alles ohne Karte. Also